Willkommen Vegonauten, ihr habt es gerade gesehen, wir haben noch mal getankt. Wir sind nämlich noch in Belgien und da ist der Sprit noch mal um einiges günstiger als in dem Land, wo wir jetzt hinfahren. Denn wir sind ja auf der De Benelux Tour und das Nö fehlt noch, die Niederlande, die erfahren wir jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen, denn der Wetterbericht sieht für die Niederlande ein wenig besser aus. Belgien ist nur Regen ohne Ende für die nächsten Tage angesagt. In den Niederlanden könnten wir sogar auch mal hier und da ein Sonnenstündchen erwischen. Also schauen wir mal, wie viel Glück wir haben und gucken mal, was unser erster Spot ist. It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my reason. I packed my bags and now I'm gone. Wir sind an unserem ersten Halt in den Niederlanden angekommen. Wir sind in Vlissingen und ihr könnt es nicht sehen, aber hinter uns ist das Meer. Es ist windig und wir haben die Sonne gefunden, auch wenn sie gerade nicht scheint, aber eben wunderbar, sehr schön und blauer ja, Himmel. Ja, der Himmel ist ziemlich blau, ja. Richtig schön. Ja, und hier in den Niederlanden hat das für uns ja auch mit dem Bulli-Camping eigentlich so richtig angefangen. Vorher waren wir schon mal mit dem Zelt unterwegs oder im Wohnwagen von meinen Eltern und ich sowieso mit meinen Eltern sehr, sehr viel. Aber das erste Mal gemeinsam mit dem Bulli waren wir in den Niederlanden. Nicht hier, aber in den Niederlanden am Meer unterwegs. Wir hatten uns nämlich einen gemietet, um mal zu gucken, ob das was für uns ist. Und deswegen ist das immer wieder total schön, in die Niederlande zurückzukommen. Wir haben ja auch, waren ja auch schon sonst ganz oft hier, haben viele tolle Erinnerungen daran. Ja, und hier entdecken wir jetzt nochmal eine etwas neue Ecke für uns. Ja, aber hier in Vlissingen gibt es nicht nur das Meer, sondern auch diese coole Windorgel hier hinter uns. Ja, ein Instrument, was durch den Wind gespielt wird. Und das ist ja nicht das erste Instrument, was wir besucht haben, was von der Natur gespielt wird, sondern wir haben auch schon mal die Meeresorgel in Zadar besucht. Das Video verlinken wir euch hier oben und das ist auch auf jeden Fall sehenswert. Und das hier ist auch echt cool und macht einen total, weiß ich nicht, crazy Sound durch den Wind. Also auch hörenswert, nicht nur sehenswert. Ja. Ja, war mega schön jetzt hier am Strand mal entlang zu gehen. Da können wir ja echt ewig laufen. Aber jetzt sind wir ein bisschen durchgefroren mit dem Wind und gucken mal, ob es hier eine heiße Schokolade gibt. Schauen wir jetzt mal. Eine vierte Mahlzeit. Ein lecker Apfelkuchen und natürlich heiße Schokolade. Mit Sahne. Ja. Und Hauke hat sich hier, es riecht auch voll gut, ein bisschen was Herzhaftes noch gegönnt. Aber wir teilen ein bisschen, damit wir ein bisschen probieren können. Between the
Nach unserer vierten Mahlzeit sind wir jetzt weitergefahren, aber nur ein paar Kilometer, denn wir sind jetzt auf einem Campingplatz, beziehungsweise genauer gesagt auf einem Minicamping. Die erfahrenen Niederlande-Reisenden unter euch kennen das sicherlich, für alle anderen kurz erklärt. Neben ganz normalen Campingplätzen gibt es hier in den Niederlanden ganz viele hunderte, tausende sogenannte Mini-Campings. Das sind oftmals angeschlossen an einen landwirtschaftlichen Betrieb. Teilweise ist das nur eine Wiese oder hier sind das eben vier sogar befestigte Wohnmobilstellplätze und noch eine große Wiese für Zelte und für Wohnwagen. Die haben meistens auch zumindest Toilette, Dusche, Strom, Wasser. Darüber hinaus muss man immer so ein bisschen gucken, aber wir waren schon öfter da und hatten bisher immer Glück, war immer total toll und die Betreiber vor allem immer super nett. Preislich liegt das jetzt heute für eine Nacht inklusive Strom und so weiter bei 18 Euro, genau. Also auch vollkommen in Ordnung. Ja, und auch Dusche dabei und alles, und Hauke war eben schon abspülen, richtig Schönes heißes Wasser, das ist ja auch immer beim Abspülen echt wichtig. Und alles total nett gemacht hier. Ja. Also wirklich cool. Und richtig gutes WLAN. Manchmal ist das ja ganz nett. Genau, wir machen jetzt gleich Essen und dann genießen wir den Abend hier noch auf dem Minicamping Het Berghof. Ja, kleines Problem gerade beim Kochen. Unsere Zwiebel ist schlecht und das war die letzte, die wir hatten. Aber das ist ja auch der Vorteil an den Minicampings. Die sind, wie gesagt, oft auf Landwirtschaftsbetrieben. Und die haben dann auch oft entweder einen Hofladen oder wie hier so einen Selbstbedienungsladen, wo sie landwirtschaftliche Produkte anbieten. Und hier unter anderem Zwiebeln. Jetzt muss ich mal gucken. Zwiebeln kosten 1,50. Hier ist eine Kasse. Und da kommt das Geld jetzt rein. Perfektes Timing, naja, nicht ganz perfekt, aber wir sind gerade zurück vom kleinen Strandspaziergang und es schüttet jetzt wie aus Kübeln und wir haben es gerade noch so ein bisschen abbekommen. Die ganze Kamera ist nass. Puh. Wir sind in Westkapelle, es nennt sich hier Autostrand, aber es ist eher so eine Art strandnaher Parkplatz, aber trotzdem nett hier mit direktem Ausblick aufs Meer. Und wir hatten uns gestern Abend schon überlegt, dass wir hier morgens hinfahren, beziehungsweise vormittags hinfahren und hier unser Frühstück zu uns nehmen und natürlich eine kleine Runde mit Leia gehen. Das mit Leia ist abgehakt. Jetzt kommt
das Frühstück. Ja, und während wir hier drinnen gefrühstückt haben und einfach heilfroh waren, dass wir eine Standheizung haben, ziehen dort draußen, man kann es nicht sehen, die Windsurfer pausenlos ihre Bahn. Naja, und wir räumen jetzt weg und dann ziehen wir auch weiter. Nach dem Frühstück am Meer haben wir Viggo erst einmal abgespült und gewaschen. Nämlich einmal wegen des Salzwassers, aber auch, weil es ja die letzten Tage so super kalt war. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob eventuell doch noch irgendwo gestreut war. Und Viggo hatte es mal nötig. Die Waschanlage hier in den Niederlanden war auch echt cool. Ziemlich guter Druck, vernünftiger Schaum, eine vernünftige Bürste. Das war schon schön. Und jetzt waren wir noch schnell einkaufen. Ja, man könnte meinen, wir hamstern hier ein bisschen. Aber sieht bei uns eigentlich immer so aus, wenn wir im Urlaub sind. Weil wir dann eben gerade in den Niederlanden immer richtig leckere Sachen mitnehmen. Unter anderem Aloe Vera Getränk. Und wir haben jetzt neu entdeckt, ja, rote Früchte Sojadrink. Ja, in Luxemburg schon. Ja. Und hier haben wir das auch, ich habe extra mal gefragt, in Deutschland gibt es das wohl anscheinend noch nicht. Von daher... Haben wir es jetzt mal mitgenommen. Lecker. Ja, und Erdnusssoße ist auch immer ganz wichtig. Genau, das räumen wir jetzt gerade weg. Und dann ist auch fast der Tag schon wieder rum, weil ja, man verbringt dann so seine Stunden, lungert da herum. Haben heute Morgen beide noch geduscht und ja, aber solche Tage müssen auch ab und zu mal sein, gerade bei so Mistwetter wie heute, wo es schon wieder den ganzen Tag eigentlich durchgängig regnet. Wir haben uns jetzt kurzerhand einfach nochmal zurückbegeben auf den Campingplatz bzw. den Minicamping von heute Nacht. Wir hatten keine Lust mehr groß zu fahren, wir hatten keine Lust mehr groß was anderes zu suchen, sondern uns einfach hier hinzustellen, wo wir wissen, was wir haben. 18 Euro, gutes WLAN, gute Sanitäreinrichtung, alles spitze und fahren dann von morgen hier aus weiter. Und ja, ansonsten bleibt es hier ziemlich langweilig. Es gibt nochmal das gleiche Essen wie gestern, nur aufgewärmt. Diana lümmelt darum. Gut, darum. Viel zu hell. Ich mache hier so ein paar Spielereien am PC. Und Leia guckt dort aus dem Fenster. Beziehungsweise jetzt döst sie rum. Ja, und dann geht's morgen früh weiter. Und dann gibt's auch wieder was zu sehen. Wir sind wieder on the road. Und das bei bestem Wetter. Naja gut, bestes Wetter ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es ist immer wieder sonnig zwischendurch, aber auch ziemlich windig. Wir fahren jetzt Richtung Norden, weil so langsam müssen wir uns ja auch wieder auf den Weg Richtung nach Hause machen. Und da haben wir aber noch den ein oder anderen Zwischenstopp geplant. Über den Delta Park Neeltje Jans, den Brouwersdam,
vorbei an Rennes und an Outdorp sind wir jetzt an unserem nächsten Ziel. Ja, und gerade Rennes und Outdorp haben wir ja auch schon erkundet. Da gibt es hier oben nochmal ein Video für euch. Wobei der Rennes-Teil ja auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist. Ist das der Rennes-Teil? Ja. Ah, ich weiß. Wir ja, haben die Seehunde so ein, nicht zeigen können. So ein halber Vlog irgendwie. Ja. Genau, sind wir jetzt an einem Vogelobservatorium und das wahrscheinlich speziellste Vogelobservatorium Europas steht hier. Und wir gucken mal. Wir sind auf dem Weg zurück zu Viggo und ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber hier ist direkt eine Marina nebenan und der Wind pfeift so durch die Masten der Segelschiffe. Das ist echt eine krasse Geräuschkulisse. Ja, irgendwie. Hört sich fast an wie bei dieser Windorgel, die war ja in Flissingen vorgestern, ne? Genau. Vorgestern, ja, ja. Glaube ich. Naja, genau. Auf jeden Fall, wir sind keine Ornithologen, keine Vogelbeobachter. Trotzdem war dieses Ei, diese Vogelbeobachtungsstation total spannend, die verschiedenen Vögel zu beobachten. Ja, auch das Verhalten zu sehen. Manche haben da getrippelt und alles. Wir hoffen, Das sieht man ganz gut auf der Aufnahme. Hunde dürfen leider nicht mit hierhin. Deswegen, Leia, haben wir jetzt im Auto gelassen. Ist auch bewölkt, passt alles. Ja. Lohnt sich sehr, ja, sehr schön. Und selbst wenn man Vögel nicht mag, allein für die Architektur, Schon ein krasses Ding, was sie hier ins Naturschutzgebiet gesetzt haben. Jojojo, wenn du auch so viel Geld haben möchtest, dann komm jetzt in unsere WhatsApp-Gruppe. Woo! Nein, Spaß. Was es hiermit auf sich hat, das zeigen wir euch jetzt gleich an unserem nächsten Stop. Habt ihr euch eigentlich schon mal mit unseren Euroscheinen befasst? Denn wenn man sich die mal genauer anguckt, dann sind da auf der einen Seite Gebäude drauf und auf der anderen Brücken. Und auf jedem Euroschein, also jeder Wert-Euroschein, sind verschiedene Brücken drauf. Ja, und das sind alles imaginäre Brücken und auch Gebäude, weil ja, man müsste sich natürlich sonst entscheiden, aus welchem Land packen wir denn da was drauf und nachher sind die einen beleidigt oder traurig. Genau. Darauf hat man sich damals wohl geeinigt oder das entschieden, damit sich keiner benachteiligt bzw. bevorteilt fühlt. Ja. Und die Niederländer sind natürlich schlau und haben einfach die Brücken gebaut. Und zwar hier in, ich weiß gar nicht, einem Vorort von Rotterdam. Ja. Da wurde um ein Wohngebiet rum verschiedene Brücken gebaut über Grachten. Und die sind alle in Form der Eurobrücken. Ja. Und es gibt sie alle.
Es gibt sie alle hier. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Ja. Ja, das waren die Euroscheinbrücken. Natürlich irgendwie ein bisschen bescheuert, aber Diana... Ich finde sie super geil. Diana feiert es ganz schön. Ja, schon eine lustige Idee, aber ja. Lag halt auf dem Weg. Sonst hätten wir wahrscheinlich dafür auch keinen Stopp eingelegt. Aber so ganz cool. Und für alle anderen, die sich nicht für Brücken interessieren, gibt es ja auch zumindest für Kinder einen richtig geilen Spielplatz. Ja, und wir fahren jetzt weiter. Aber für dieses Video... machen wir jetzt Schluss. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.